Ja, hallo, wieder zurück bei den Techmono German Open in Hamburg. Wir haben neben mir sitzt erstmal wieder, aber das wisst ihr, Georg Streif, der gehört ja, ist ein fester Bestandteil des Teams. Genau, wir haben jetzt, steigen ein bisschen später ein in den Kampf, wo Ronda kämpft. Du kennst Ronda ja auch ziemlich gut, Nationalkämpferin. Georg, steht auch noch 0-0? Und sind aber schon jetzt gleich in der dritten Runde. Sicherlich eine spannende Aufgabe für die letzte. Ja, gut, vor allem, weil die erste Runde war ausgeglichen. Ronda in ihrem üblichen Kampfstil, die hatte mal eine gesunde Härte, nenne ich es jetzt einmal. Arbeitet viel mit dem vorderen Bein. Hat vor längerem schon den Verein gewechselt vom mittleren Süden, ganz in Süden, nach Friedrichshafen. Und hatte jetzt längere Zeit auch so ein bisschen Formtief. Da war zeitweise Gewicht ziemlich zugenommen, dann wieder abgenommen. Jetzt ist er aber relativ stabil. Hat auch letzte Woche gekämpft in Marokko. Eigentlich auch ganz okay, aber noch nicht ausreichend für eine Medaille. Und jetzt denke ich, wird es heute natürlich zeigen wollen. Ja, 0-0 ist jetzt die Herausforderung in die dritte Runde. Wir sind ja in der zweiten erst eingestiegen. Also jetzt kommt die entscheidende Runde. Genau, und jetzt heißt es einfach irgendwie, ja, weiter an sich zu glauben, natürlich auch keine großen Fehler zu machen, weil man merkt, sonst werden ja schon Punkte gefallen. Es ist ein Match auf Augenhöhe. Was würdest du jetzt raten in der Situation? Also was sie auch macht, hat man gesehen, ihre Stärke ist, Vorderbein einsetzen, hat sie jetzt gerade schön nachgesetzt von unten nach oben. Allerdings kennst du die andere auch ganz gut. Das ist also schon wirklich relativ ausgeglichen. Ronda müsste den Kampf selber mehr leiten. Immer, würde ich jetzt mal sagen, das Vorderbein zuerst bringen und dann passend nachsetzen. Meistens mit dem Vorderen, weil sie das ganz gerne macht, aber gelegentlich auch mit dem Hinterbein. Genau, es geht ja auch, mittlerweile haben wir im Taekwondo ja auch ein Welt-Ranking. Da ist Ronda zurzeit auf 93 geführt, die andere ist mit 64, zeigt natürlich, sie sind ein bisschen auf dem Papier, ist die andere stärker, aber das ist, glaube ich, auf so dicht, wie sie nebeneinander sind, nicht ganz so entscheidend, oder? Das kann man als grobe Wertung hernehmen, weil manchmal sind die Punkte der Jahre davor, jetzt zum Beispiel, du warst einmal Weltmeister, dann bist du noch mindestens 2 Jahre lang ganz vorne mit dabei. Levin am besten als Beispiel, der ist jetzt immer noch ganz gut vorne dabei und kämpft aber schon seit längerem nicht. Darum muss man da ein bisschen aufpassen, aber die würde ich jetzt da auf Augenhöhe sehen. Im Moment mit dem Endspurt besser für Ronda, 4-2 in Führung. Schaut schon mal gut aus, aber wir haben noch eine Minute. Ja, wir haben noch eine Minute und da hoffen wir natürlich, dass das auch dann mit dem Vorsprung ausgeht und werden dann auch hoffen, dass wir sie zum Interview kriegen. Genau, du hast es selber schon gesagt, sie nimmt gern das Heft selber in die Hand im Kampf. Ist das einfach das, was sie stark macht oder was muss ein guter Kämpfer heutzutage auch haben? Gut, jetzt muss man sich ganz stark auf den neuen Stil einstellen. Das hat bei einigen doch länger gebraucht, wie man denkt. Und manche, muss man ganz ehrlich sagen, haben es immer noch nicht. Der Old Steel Fights, der mit dem hinteren Bein, der sehr kraftaufreibende, der geht nicht mehr. Da haben wir genügend Beispiele dafür. Aber Ronda ist jetzt einer, die das gelernt hat, agiert da sehr gut mit dem vorderen Bein, weiß allerdings natürlich auch die Gegnerin. Und was mir jetzt gefällt an ihr, sie nimmt ganz gerne das Heft selber in die Hand, in dem Fall im Fuß, und geht ein bisschen mehr Risiko, dann habe ich selber bestimmt was passiert. Ich glaube, jeder kennt die Situation, wenn ich verloren habe und denke, ja, hätte ich und wenn und aber. Sie versucht es. Im Moment schaut sie ganz gut aus. Sie liegt noch in Führung. Sie liegt noch in Führung. Jetzt gibt es auch ein Video-Replay. Hast du erkennen können, was jetzt genau von welchem Coach genau eingefordert wird? Also die werden jetzt beraten, ob es ein Punkt oder irgendwas mit der Elektronik nicht stimmt. Nee, da war ich gerade abgelenkt innerhalb unserem Gespräch und habe jetzt nur die Situation gesehen, dass der Kampf stoppt und der Video-Replay am Laufen ist. Hier ist natürlich das Geschick des Coaches auch gefragt, dass der sich richtig ausdrückt. Da kann er manchmal recht haben, aber wenn er den falschen Ausdruck dem Kampfleiter übergibt, kann es ihm passieren, dass er nicht recht kriegt, obwohl in der Situation Punkt da gewesen wäre. Und man kann natürlich, wenn man es taktisch jetzt auch mal ein bisschen auslegt, in einigen Situationen kann der Coach dann auch mal sagen, oh, mein Kämpfer braucht vielleicht mal eine kleine Ruhephase und er kann sich vom Punktestand leisten. Auch solche taktischen Sachen wird die Coachkarte auch mal benutzt, oder? Das sind dann die ganz cleveren taktischen Varianten und das könnte ich mir hier jetzt auch vorstellen, weil das lief nicht ganz so gut für Blau. Dann kann sein, dass die sich einen Break erlauben wollten, einfach mal, um sich wieder zu sammeln. In dem Fall hat er nicht zum Ziel geführt, also es bleibt bei der Führung 5-2 für Ronda. 45 Sekunden, sagt aber noch gar nichts. Falls sie jetzt nachlassen sollte, kann es auch wieder kippen.
wenn sie so weitermacht, bringt sie das Ding nach Hause. Und ich würde das als Coach auch so empfehlen. Oh, auch eben fast ein schöner Kopftreffer auch noch, aber da hat die Elektronik nicht ausgelöst, war nicht ganz dran, aber die Gegnerin macht Kampf. Das Fallen ist natürlich auch wieder Kampfschum, so mit Punkt für Ronda. Das sind jetzt so die Kleinigkeiten, wo zum Schluss auch die Kondition zum Tragen kommt, Konzentration. Und der Bessere setzt sich dann durch. Aber Ronda wirkt noch körperlich wirklich spritzig, ist ja jetzt auch die dritte Runde, wirkt stabil, auch von der ganzen Körpersprache und der Präsenz. Ja, und nach wie vor führt sie den Kampf selber, geht noch nicht so viel in die Verteidigung, ein bisschen vielleicht, aber sie weiß ganz genau, hier kann noch was passieren, jetzt 5 Sekunden in der Regel nicht mehr, da täusche ich, blockiere mit dem vorderen Bein, vielleicht gehe ich sogar noch einmal raus. Ich mag das zwar nicht gerne, weil das schaut immer blöd aus, ist nicht schön für unsere Sportart, aber wenn es zum Sieg führt, einmal einen halben Minuspunkt riskieren, denke ich, kann man machen. In dem Fall 6-2 für Ronda, passt. Wir versuchen sie dann nochmal hier zum Interview zu holen und ich denke auch, bin ganz zuversichtlich, dass das klappt und melden uns dann gleich wieder hier aus dem unserem kleinen Mini-Go-Studio. Bis gleich, danke. Ja, bei den German Open in Hamburg habe ich jetzt einen sehr interessanten Gast. Ronda Natz hat gerade gekämpft, hat gewonnen, war ein bisschen knapp. Vielleicht, Ronda, kannst du mal schildern, wie der Kampf verlaufen ist aus deiner Sicht? Ja, also der Kampf war nicht so gut, also nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Aber mein erster Kampf ist immer ein bisschen schwer, deswegen mal schauen, wie es weitergeht. Du bist ja unheimlich viel unterwegs in diesem Jahr, schon das 7. oder 8. Turnier inzwischen. Ich weiß, du gehst auch noch zur Schule. Wie machst du das mit 19, Abi und gleichzeitig im Sport so erfolgreich und so viel unterwegs zu sein? Wie funktioniert das zusammen? Also ist schon hart, aber ich kriege Hilfe von meinem Verein und dadurch geht es eigentlich schon. Also, ja. Letzte Woche warst du ganz erfolgreich in Afrika unterwegs gewesen und bis ins Viertelfinale gekommen, verloren dann gegen die spätere Siegerin aus Spanien. Was sind deine Ziele für die German Open hier in Hamburg? Also meine Ziele sind auf alle Fälle eine Medaille zu bekommen und gut abzuschneiden auf alle Fälle, also gut zu kämpfen, auch für mich persönlich. Und ja, das war's eigentlich. Mit 19 ist es auch wahrscheinlich schwer, so von den Juniorenbereich dann zu den Erwachsenen zu kommen. Wo liegt die größte Schwierigkeit? Also ich glaube, die größte Schwierigkeit ist einfach, dass man selber an sich glauben muss, weil wenn das bisschen fehlt, dann wird's hart. Also ich merke das selber. So, ich muss einfach ein bisschen mehr an mich glauben und dann... Ist es rein eine mentale Sache oder auch eine körperliche Sache? Also man merkt schon, dass die Kämpfe bei den Senioren schwerer sind, aber es ist schon viel mental. Also man stellt sich darauf an, man kennt die Gegner halt, weil die schon älter sind und viel länger dabei sind und auch schon größere Erfolge haben. Man orientiert sich halt viel daran, aber ja, wenn man das mal weglässt und an sich glaubt, dann müsste es schon klappen. Und da schön, dich hier im Interview zu haben und auch gerne nach dem nächsten erfolgreichen Kampf und idealerweise nach dem Gewinn einer Medaille. Und wir melden uns dann später wieder hier mit dem Livestream und weiteren Interviews.